laufenden Zuversuche tun. Dingens. Labermüll und so. Eieieiei. Jetzt hör doch auf zu nerven, Subat. Ich hab dich bereits. Was man hier auch sehr gut erkennt, jetzt einfach mal so, um die Unterschiede und die Entwicklung hervorzuheben. Verdammt. Aber kommt gerade ganz gut gelegen. In den neueren Editionen ist ja neben dem Namen oder dem Level, weiß ich gar nicht. Herrlich, ne? Ja, so als Jünger so total mega hart gezockt und all das. Und jetzt weiß man nicht mehr, wo der Pokéball hing. War halt ein Pokéball daneben so von wegen, ja, hast du bereits das Pokémon. Das? Oh, guck mal, was ist das denn für einer? Das kam erst später, das kam, glaube ich, sogar nach Kristall noch. Aber das Erstaunliche daran war, weil man wusste, man kann sich natürlich nicht auf dieses blödes Zeichen verlassen, hat man so fast auswendig gekonnt, welches Pokémon besitzt und welches nicht. Oh, guck mal, da liegen zwei Muscheln. Ja, ich möchte das Spiel sichern. Stopp, Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst! Die Fossilien gehören mir ganz allein! Ich glaube, da habe ich sogar von der Stimme her übersteuert. Nee, schon wieder. Streber, ich möchte kämpfen! Slimer, du bist dran! Los, Pikachu! Röste das Viech mit einem epic-mäßigen Donnerschock! Überhaupt nicht aggressiv! Verdammt, Aussetzer! Slime ist auch ein ganz witziges Pokémon. Ich find zumindest... Ach, ruckzuck, ich bin blockiert. Ach so. Also, ganz witziges Pokémon. Oh, gut. Aus dem einfachen Grund, boah, lange Sprechpause und so, so Spannung aufbauen, so extrem, und ich kann jetzt noch weiter drum herum reden, boah, wollte mal, möchtest du wechseln? Ja, okay. Weil, so, um meinen Satz wieder aufzufassen, Slimer entwickelt sich weiter zu Slimog, und dann ist es halt ein bisschen heftiger. Und ich fand das immer cool, das Pokémon. Warum auch immer. Ich fand das immer so richtig, richtig cool. Voltoball war auch so eins, wo ich mir dachte, oh, das muss ich unbedingt haben. So wie Magnetilo. Ich wurde sehr oft von den Elektro-Pokémon fasziniert. Voltoball entwickelt sich auch weiter zu... Mist. Mir ist gerade ehrlich der Name entfallen. Oh Gott, mach schon mal Doppelkick. Voltoball zu... Elektroball? Nee. Oder? Wenn ich nicht vergesse, werde ich so hier... darstellen. Smogon! Yeah! Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja. Ist ja ein Gift-Pokémon. Setze ich einfach mal hier gegen Gift wieder mein Pikachu ein. Smogon entwickelt sich weiter zu Smogmog. Smogon, bekannt auch aus der Serie. Später hat sich es natürlich in der Serie weiterentwickelt zu Smogmog. Oh, ich habe Smogon paralysiert. Und was? Ich wollte jetzt eigentlich was anderes sagen. Mir ist da gerade nur wieder was entfallen. Oh, der Kampf ist vorbei. Pikachu erreicht endlich Level 16. Woohoo! Mächtig besiegt Strebe. Na gut, ich gebe die Hand ab. Hey, nicht zu gierig. Ich gebe dir eins ab. Sichern wir mal.
Man kann jetzt hier zwischen einem Dompfossil und einem Hexfossil entscheiden. Ich weiß gerade leider nicht mehr, welches war. Also eins war Ammonitas und das andere... nicht das hier. Kabuto. Ja, Kabuto. Ist das Helix-Fossil? Dom-Fossil. Du könntest natürlich üblen Cliffhanger machen und sagen, schreibt mal in die Kommentare, welches ihr denn haben möchtet. Das Problem ist, bei mir schreiben momentan. Während ich hier gerade aufnehme, an dem Tag, am 20.02.2012, wo ich gerade aufnehme, um 16.53 Uhr, habe ich kaum Abonnenten, sodass ich zweifle, dass Kommentare geschrieben werden. Ich könnte jetzt eigentlich mal ganz kurz schauen, wie lange habe ich aufgenommen. Also ich habe viel gelabert, das weiß ich. So viel Bullshit. Jetzt will doch endlich ein Fossil. Nein. Ich glaube... dann mache ich mal hier ganz kurz eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Natürlich nehme ich gleich nochmal auf. Ihr werdet noch sehen, welches ich nehme. Aber erst natürlich in der nächsten Folge. Wahrscheinlich habe ich gerade 10 Sekunden überzogen. Böse Lache hier einfügen. Bis zum nächsten Part. Aha, da sind wir wieder. Und zwar in der gleichen Folge, da ich 36 Minuten aufgenommen hatte. Ist das nicht toll? Erst rigoros ankündigen. Ja, ich mache hier Cliffhanger. Ihr dürft warten. Und dann doch nicht. Ich habe mich erkundigt gehabt. Das Helix-Fossil ist Ammonitas. Das möchte ich nicht. Und das Dom-Fossil. Dom, Dom. Wie spricht man es aus? Dom oder Dom? Ich nenne es jetzt einfach Dom. So Kölner Dom und so groß. Blablub. Ist Kabuto. Kabuto? Kabuto? Ja, das nehme ich. Yay! Wichtig. Ich. Nein, du bist nicht wichtig. No. Erhält das Dom-Fossil. Okay, Pikachu springt zur Seite. So epic Animation. Okay, dann gehört das hier mir. Wie geht's? Auf der fernen Zinnoberinsel gibt es ein Pokémon-Labor. Dort versucht man aus fossilem Genmaterial Pokémon zu schaffen. Rein theoretisch müsste ich jetzt nur 10 Minuten aufnehmen. Bleib auf der Stelle stehen. Oh Gott, nein. What the f- Das Fossil gehört. Nee. Das Fossil gehört Team Rocket! Gib lieber auf und bekämpf uns nicht! Ah, geil. Team Rocket möchte kämpfen. Team Rocket setzt Retter ein. Los, Pikachu! Pikachu, Donnerschock-Attacke! Ich hatte irgendwie auf dem Moment richtig. Ich hab das wirklich drauf gewartet gehabt. Das ist das Schöne. Es gibt in... oh Gott. Pokémon... Rot und Blau? Also wie in Gelb. Wenn nicht... also in Gelb auf jeden Fall. Hat man zwei Team Rocket... Member... eingefügt. Jesse und James. Ich hab auf den Moment gewartet, wenn ich ehrlich bin. So, kleine Randinformation. Rettern entwickelt sich zu Arbok. Rettern ist rückwärts für Natter und Arbok ist rückwärts für Cobra. So. Pikachu hat 186 P. Mauzi! Nee, ich mach das jetzt hier wie Ash mit einem Pokémon. Mauzi entwickelt sich zu Snubbillycat. Cat. Weiß ich auch nicht genau, wie man es ausspricht. Egal. Donnerschock-Attacke! Volltreffer! Mauzi benutzt Eider! Nur ich glaube, dass Mauzi hier kann nicht sprechen. Das wäre ein bisschen freaky. Haha, paralysiert! Mauzi wurde besiegt. Pikachu hat 207 EP. Smogon! Möchtest du das Pokémon wechseln? Nö.
Smogon! Ich glaube, es gab noch ein, zwei Pokémon, bei denen das sogar so war wie bei Rettern und Arbok. Das rückwärts halt so gesprochen an ein Pokémon anlehnt. Müll-FTB labern! Donnerschock! Halt, dass der Name, wenn er rückwärts ausgesprochen wird, an ein echtes Lebewesen andockt. Was? Pokémon sind nicht echt? Doch, sie sind echt! Sie sind so richtig echt! Ja! Man zerstört keine Kindheitsträume. Smogon, jetzt geht rauf! Ich immer dieses Düdüdüdü gehasst habe. Smogon wurde besiegt! Pikachu hält 23. Pikachu erreicht Level 17! Wie dick besiegt Team Rocket? So ein Bulk hat uns besiegt! Team Rocket, so schnell wie das Licht! Er ist Rakete, nicht Team Flash. Da ist der Witz mir in der Kehle hängen geblieben. Ja, einfach speichern, wieso nicht? Ich hoffe mal, dass ich jetzt auch bald hier so Erfolg verbuchen kann, von wegen, mal Ohren Nummer 2. Route 4 Mondberg, Azuria City. Ist hier noch irgendwas? Hi Pikachu! Hey, du magst mich! Was auch so, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Wichtig ist... Ich hoffe, ich irre mich da nicht. Ja, das habe ich jetzt sehr oft gesagt. Ich will einfach nur kein Mumpitz erzählen. Mumpitz ist doch voll das alte Wort! Ich bin auch alt. Wenn man kann ja später noch die regulären Starter erhalten. Wichtig finde TM04! Was auch immer. Da steht jemand auf dem Berg. Komme ich da irgendwie hin? Also, wenn man später den regulären Starter haben möchte, finden möchte, braucht man... Hier war ich doch schon mal, oder? Muss Pikachu auf jeden Fall einmal einen mögen. Und zwar, damit man Bisasam erhalten kann. Was? Das ist auf jeden Fall bei dem ersten, dann kannst du in dein Haus gehen irgendwo und dann... Oh, dein Pikachu mag dich und so ein Gefasel, glaube ich. Ich habe so leicht Angst, was passiert, wenn ich hier reinkomme. Oh mein Gott, ich bin blau. Geil. Ich bin blau. Oh, geil. Pokémon Center. Oh, alter Mann. Hat man dir schon von Bill erzählt? Ist das nicht Englisch für Rechnung? Nein, doch, vielleicht. Jeder nennt ihn den Pokémon Maniac. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf Bill. Die Rechnung. Wer würde denn nicht mit seinem Pokémon prahlen? Tja, ja, bei Bill haben wir noch eine Rechnung offen. Habt ihr verstanden? Bill, englisches Wortspiel. Gott. Die Witze werden immer schlechter. Wir kommen im Pokémon Center. Wir halten deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay. Ja, Schwester Joy ist hier so ein bisschen männlicher. Wenn ich so auf Kamera mal trainiere, dann kann ich immer schon Leertaste drücken. Aber hier will ich das gar nicht. Und? Komm wieder, zählt wieder frei. Ich habe mir vorgenommen, ich benutze keine Cheats. Also überhaupt nicht. Und was das mit den Tränken auf sich hat, keine Ahnung. Nehme ich mal. Vielleicht verschwindet das dann. 38 Tank.